Ich bin Wolf Fuß und das Spiel wird Hansi Küpper analysieren. Es wird ein großes Spiel, es wird ein großer Fußballtag. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Hallo Wolf, hallo liebe Zuschauer. Und so sieht sie aus, die Aufstellung. Das Spiel ist angepfiffen. Der Ball kommt durch. Nutzt er seine Möglichkeit. Nutzt er die Chance. Die Chance war da, nur letztendlich kommt keiner an den Ball ran. Vielleicht ist das die Anweisung des Trainers. Versucht es durch die Mitte. Ich kann mir vorstellen, dass sie bald wieder ein bisschen mehr über Flügelspiel nachdenken. Wer gerade erst eingeschaltet hat, wird sich freuen. Sie haben bislang nichts verpasst. Er kriegt den Ball. Ja, da versucht er die Abwehr zu überlupfen. Das wird ein Einwurf. Ich finde, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, mit dem Toreschießen anzufangen. Torwart ist da. Das gegnerische Team macht richtig Alarm, aber er kann die Situation lösen. Vierzig Minuten sind vorbei. Das ist verrückt. Sie haben den Ball und Sie haben die Ballkontrolle. Und auf geht's in die Kabinen. Es ist Halbzeit. Defensiv standen Sie sehr ordentlich. Sie sind im Grunde nicht ein einziges Mal ernsthaft in Gefahr geraten. Allerdings waren die Angriffe auch noch nicht die ganz große Herausforderung. Wenig passiert. Spielstand 0:0. Willkommen zurück zum Anstoß in diese zweite Halbzeit. Das sind natürlich genau die Situationen, die ein Stürmer nicht liebt. Mit dem Rücken zum Tor, der Gegner ist dran. Das konnte nichts werden. Das ist gutes Zweikampfverhalten. Ein langer Ball. Streik in der Torfabrik. Und so sieht das aus auf beiden Seiten.
Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Er ist kaum vom Ball zu trennen. Den Zweikampf hat er gewonnen und damit auch den Ball. Weit nach vorn gespielt. Das Niveau bleibt überschaubar, der Unterhaltungswert auch. Also da ist schon noch Platz nach oben. Gucken wir mal schnell auf die Bank. Die Jungs machen sich warm. Also den ein oder anderen kommt. Ein super Tor! Sehr gute Schusstechnik. Keine Chance für den Torhüter. Spielstand 1:0. Schwierige Situation. Sie liegen hinten. Sie müssen jetzt den Kopf oben halten und versuchen, so schnell wie möglich zurückzuschlagen. Sie laufen einfach nur hinterher. Da fehlt mir die wilde Entschlossenheit, das Ding hier noch zu drehen. Auch wenn ihnen nicht mehr viel einfällt. Irgendwas müssen sie tun. Sie müssen dran glauben und sie müssen jetzt alles körperlich Mögliche investieren. Dann geht vielleicht noch was. Ein Torunterschied im Moment, jetzt da noch 5 Minuten zu spielen sind. Und der Rückpass ins Zentrum. Im Mittelfeld entscheidet sich das Spiel jetzt nicht mehr. Er versucht ihn da durchzuspielen. Kein Abseits. Und er kommt durch. Er versucht's. Vorbei. Wenn auch nur um Haaresbreite. Das war knapper, als man meinen sollte. Der war beinahe drin. Ein guter Versuch. Jetzt sind nur noch... Sie hören es selbst, der Schiedsrichter pfeift ab. Der einzige wirkliche Abwehrfehler wurde gnadenlos bestraft. Aber so ist das nun mal im Fußball. Ich bin für eine neue Spielzeit. So unterhaltsame Partien sollten durchaus zweimal 90 Minuten dauern. Das war's von uns.